Herzlich willkommen bei Beast Warrior, ich bin wieder Jericho und heute stelle ich euch ein neues Video zum Thema TagFit vor. Das sogenannte Programm FlowFit. Also, viel Spaß beim Video. So, Freunde, wie gesagt, jetzt geht's weiter im Programm FlowFit. Das ist ein Unterprogramm von dem kompletten System von TagFit. In diesem Programm geht es eigentlich darum, um seine Beweglichkeit, Mobilität und Regeneration zu steigern. Das ist eigentlich ein Programm, was man nach den Tagen, nach den Trainings Einheiten, also Trainingstag, nächsten Tag, wenn man dann Pause hat, kann man das machen. Es ist auch anstrengend, aber nicht so extrem anstrengend. Es bringt den Blutkreislauf etwas in die Höhe und fördert Durchblutung in den Muskeln, um schneller Regeneration hervorzuführen. Ich zeige euch heute, das sind sogenannte Flows im FlowFit. Mehrere Flows gibt es. Das sind Bewegungsmuster, die man nachgeht in einem Flow. Eine komplette Ablauf von mehreren Bewegungen. Und im FlowFit geht es nicht darum, dass ihr voll reinhängt oder schnell seid. Es geht darum, die Bewegung so flüssig und richtig nachzumachen. Hier ist keine Zeitvorgabe, nichts. Ihr könnt den Flow 10 Minuten machen, ist meistens immer auf 10 Minuten angesetzt. Wie oft ihr den dann in 10 Minuten wiederholt, ist dann halt eure Sache. Wie langsam ihr die Übung macht, ihr müsst die nicht super schnell machen, aber wenn ihr sie irgendwann drin habt, geht es natürlich schneller von der Hand. Ich zeige euch jetzt diese einzelnen Bewegungen und dann den kompletten Flow. So, als erstes auf den Po setzen, Beine ordentlich anwinkeln, dass man auch auf den Po sitzen kann und die Beine anheben kann, also dass man sich nach hinten, Oberkörper gerade, schön gerade machen und die Arme kommen nach hinten. Schön Oberkörper anspannen, das nennt sich Shinbox. Die Shinbox ist Oberkörper anspannen, ordentlich hin, einmal, zack, das Knie an den Fuß, machst du mal da hinten, so hinsetzen, Knie, zack, Fuß hier, dann wieder zurück, andere Seite, boom, immer schön in einem Winkel, zack, boom. Und den Oberkörper immer schön gerade lassen. So. Das wäre Übung Nummer 1. Danach kommen wir aus der Shinbox. Ich zeig's euch. Shinbox. Und dann drehen wir den Arm. Die Hand, die eigentlich so ist, die gerade ist, drehen wir, dass wir einen Stand haben. Und dann heben wir das Becken an, drücken das Becken durch und drücken unsere Schulter komplett durch. Also die macht hier nicht diesen, sondern ihr drückt sie komplett durch. Das könnt ihr dann die Hand drauflegen, dann merkt ihr das auch, dass ihr die durchdrückt. Also sie sollte nicht angezogen sein, sondern schön lang. Zack. Dann merkt ihr dann hier Spannung. Es zieht hier
in der Schulter natürlich. Dann setzt ihr euch wieder hin. Das ist die zweite Bewegung. Die nächste Bewegung kommt aus der Shinbox einmal hoch. Ihr seht jetzt aus der Shinbox, sitzt Oberkörper gerade und ihr richtet euch auf. Ihr bleibt eigentlich in dieser Position, ihr geht nur nach vorne, drückt die Hüfte nach vorne, schön die Hüfte nach vorne, dann spannt das hier, schön kurz halten und wieder runter. Aufrichten und wieder runter. So, die nächste Bewegung ist aus dieser Position. Ihr geht nur leicht runter. Ich zeige euch das mal aus dieser Perspektive. So, ihr geht nur leicht runter und dann richtet ihr euch auf, den Fuß nach vorn, dass das eine Linie ist. Und dann drückt ihr euch schön in die Richtung, spannt in im Schenkel und hier. Und schön nach vorne. Schön rein bewegen. So, die nächste Bewegung ist einfach das Bein stehen lassen, sich nach hinten setzen. Wir gehen an dem Fuß vorbei mit dem Bein. Das Bein bleibt parallel und wir ziehen einfach den Fuß nach hinten, dass wir in einer Position sind, das Bein bleibt so und dann legen wir uns auf das Bein drauf, das zieht dann hier im Po und nimmt euch sozusagen die kompletten Verspannungen, wenn ihr viel Kniebeuge macht oder so, hat man viele Verspannungen im Po und das muss raus. So dehnen wir den Po und die Durchblutung ist besser. Und dann lasst ihr euch einfach reinlegen. Ihr legt euch einfach langsam nach unten. Und dann merkt ihr schon, wie es zieht. Und dann noch ein Stück weiter. Dann richtet ihr euch wieder auf. Danach das Bein wieder vor. Ihr seid jetzt so. Die nächste Bewegung ist dann halt, ihr setzt euch nach hinten, das Bein zieht ja vor und das Bein kommt hinters Knie. Hinter dieses Knie. Normalerweise müsste bewegungstechnisch der Po komplett auf dem Boden sein. Dadurch, dass ich aber so große Oberschenkel habe und meine Beweglichkeit auch nicht die beste ist, deswegen mache ich dieses Training, versuche ich so gut wie es geht. Ihr müsst nicht unbedingt den Po hier haben, eigentlich ist es die beste Lösung, ist es so, aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Dadurch immer weiter trainieren, irgendwann klappt das. Und dadurch, wer auch kurze Beine hat, wird das auch ein bisschen schwieriger. Aber laut eigentlich müsste der Po komplett beide Seiten auf dem Boden sein. So, Knie, also nochmal aus der Bewegung rum, ums Knie. Und normalerweise müsste man sich dann auch so rumdrehen, wenn man auf dem Po sitzen könnte. Auf beiden Seiten, ich mache jetzt mal so. Weil wie gesagt, ich kann nicht auf beiden Seiten sitzen. So müsste man dann da sitzen, das Knie müsste aber hier sein. Und dann müsste man sich so rumdrehen. Das kann ich halt nicht. Deswegen macht man das Knie rum, dass trotzdem die Dehnung da ist und drückt das Knie und dreht den Oberkörper, aufrechten Oberkörper, rum. Und hält. Und atmen. Dann Knie wieder rum. Wieder in die Shinbox
Das ist dann die letzte Bewegung. Wie gesagt, wir kämen da rum. Gehen dann aus der Shimbox, in die Shimbox, richten uns hoch, Po hoch, Arm schwingt nach vorne, zack, aufstehen. Das waren jetzt die ganzen Bewegungen des Shimbox Flows. Es gibt mehrere Flow, wie gesagt, das ist nur der allererste Flow, den es im Programm gibt. Und jetzt haben wir alle Bewegungen, habe ich euch jetzt gezeigt. Wie gesagt, einzelne Bewegungen könnt ihr üben, wenn euch das interessiert. Erst die einzelnen Bewegungen üben. Macht ihr jede Bewegung 10 Mal. Und dann kommt der komplette Flow. Den zeige ich euch jetzt. So, Freunde, war der komplette Flow. Den wiederholt ihr. Wenn ihr aufgestanden seid, setzt ihn wieder hin und fangt wieder mit einer Seite an. Am besten es rückwärts laufen zu lassen. Ich habe jetzt mit der rechten Seite zum Schluss gemacht und fange dann im nächsten Bewegungsablauf wieder mit der rechten Seite an und höre mit der linken auf und geht das so weiter. Das macht ihr 10 Minuten. Den Flow immer wieder wiederholen. Das ist, wie gesagt, für die komplette Bewegungsmusterverbesserung. Ihr werdet mobiler, eure Muskeln regenerieren. Ihr dehnt euch nicht zu viel. Wie gesagt, Mobilität, ganz wichtig. Vernachlässigen auch mal viele. Und das ist eigentlich fürs Tactical Training perfekt. Für alle, die Mobilisationstraining brauchen, für Kraftsportler natürlich eigentlich sehr gut. Wie gesagt, bei mir genauso, Oberschenkel ziemlich groß durchs Powerlifting, was ich gemacht habe, und kürzere Beine auch ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, durch diese, ich sag mal, alternative Haltung alles möglich. Deswegen im TechFit haben wir viele Alternativübungen, die, wenn es nicht funktioniert, man machen kann. Das ist unglaublich, das Repertoire an Übungen und Ausweichübungen und Abschwächungen des Schwierigkeitsgrades der Übungen. Für jeden was dabei. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall das TechFit. Schaut es euch mal an. So, Freunde, das ist auch was für, ganz wichtig, für Kampfsportler sehr gut geeignet. Flow Fit, da muss man beweglich sein. Natürlich, wenn man Bodentraining, Grappling, BJJ, Judo, alles macht, ist man auf jeden Fall im Boden beweglich. Aber man sollte es auch im späteren Zeitpunkt noch weitermachen. Die Mobilität geht schnell weg.
Weil Kampfsportler müssen auch Krafttraining machen, um Schnellkraft zu gewinnen, Explosivkraft, Maximalkraft. Da geht es schnell mal flöten, weil die Bänder verkürzen. Wenn man da nicht nachgeht, wie bei mir, lange vernachlässigt, muss man einiges nachholen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr von TechFit wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wer das TechFit Bodyweight Workout noch nicht gesehen habt, Infobox. Und für weitere Videos, ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Schreibt in die Kommentare. Ich mache jetzt auch wieder MMA. Wer da noch was sehen möchte oder was erfahren möchte, in die Kommentare zu irgendwelchen Trainingssystemen Erfahrungen sammeln möchte oder sonst irgendwelche Übungen und was wissen möchte, in die Kommentare. Ich habe auch alles Mögliche verlinkt, was Ausrüstung fürs Training für zu Hause betrifft. Von TechFit bis sonst was. Alles, was ich selber habe und nutze und schon seit Jahren habe. Alles unten in der Beschreibung. Das sind Affiliate-Links von Amazon. Wer es kennt, Amazon-Links. Ihr kauft über den Link. Ich bekomme prozentual was ab. Ihr bezahlt nicht mehr. Da ist auch meine ganze Kameraausrüstung, meine Autoausrüstung. Wie gesagt, die Links werden immer mehr dann. Alles, was ich mir so zulege und auch behalte und was ich dann auch wirklich nutze, das kommt alles in die Linksammlung unten rein. Folgt mir auch auf Instagram und Facebook, wer noch mehr wissen will. Es kommen jetzt noch viele coole Sachen. Wie gesagt, eine Airsoft-Trainingsserie kommt jetzt raus. Also kommt jetzt noch nicht gleich raus, aber wird jetzt rauskommen irgendwann. Die wird gemacht. Dann noch mehr TechFit-Videos. Schaut auch mal in meinen Merch-Shop unten verlinkt. Da gibt es jetzt neuer Merch. Neue Designs. Und Logos am Start. Wer Bock hat. Ja. Ansonsten Fragen. Haut sie rein in die Kommentare. Ich versuche alles so gut wie möglich zu beantworten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal Fragen stellt und Interessen zeigt und auch irgendwelche Ideen reinballert. Alles zur Unterstützung für meinen Kanal, wo ich euch unterstützen kann. In diesem Sinne, genug gelabert. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.